fröhliche Weihnachten oder erstmal Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn ich dieses Video hochlade, noch gar kein Weihnachten ist, aber für mich heute irgendwie schon, denn ich habe wieder eine Geek Gear Box und ich habe jetzt einfach mal was ganz anderes probiert. Jeder, der meine Harry Potter angetouchten Videos sieht oder der die kennt, der wird wissen, dass ich immer ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen drei Häusern. Slytherin ist tatsächlich so das einzige, wo ich so komplett raus bin, wo ich mir denke, ist ein cooles Haus. Ich mag alle vier, schon mal vorweg. Aber es passt irgendwie am allerwenigsten zu mir. Pottermore sagt, ich bin Gryffindor. Alle anderen Tests sagen fast immer, ich bin Ravenclaw. Und ein paar andere Tests und auch mein Herz sagt mir manchmal, ich bin ein Hufflepuff. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit Newt vergleiche, da passt Hufflepuff schon sehr, sehr gut. Und apropos, ich habe heute eine gelbe Box, das heißt, ihr könnt euch schon vorstellen, was für ein Haus das hier ist. Ich glaube, die andere Box, die ich vielleicht auch noch filmen werde, entweder packe ich das dann noch hier hinter oder mache ein extra Video. Das andere müsste entweder eine Ravenclaw oder eine Gryffindor-Box sein. Aber ich dachte mir, jetzt einfach mal zu Weihnachten mal eine andere Box auszuprobieren, als sonst wie immer Gryffindor habe ich, glaube ich, einfach immer genommen. Einfach so standardmäßig. Da dachte ich mir, einfach mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen, ist auch ganz cool. Und ja, die ist wie immer geschlossen. Das heißt, ich habe noch nicht reingeguckt. Es ist wieder ein Blind-Tasting, wollte ich schon sagen. Nein, ein Blind-Opening? Ich weiß es gerade nicht. Und, Blind-Unboxing. Und ihr seid live dabei. Ach ja, und für alle, die Fantastic Beasts lieben oder die auf mein Shirt schon geachtet haben, es ist auch Harry Potter basierend. Ein kleiner Niffler, der hat hier eine süße Mütze auf und hier unten steht Shiny. Das T-Shirt ist einfach nur super süß. Ich habe mich total rein verliebt. Und ich liebe Rot. Das ist auch aktuell, wie ihr hier vielleicht gesehen habt, so ein bisschen die Dekofarbe zu Weihnachten bei uns im Wohnzimmer. Sonst waren die Kissen ja alle grün und alles so im Palmen- und Pflanzenlook. Aber ich dachte mir, jetzt zu Weihnachten kann man auch mal umdekorieren. Und ja, Rot ist ja auch so eine Farbe, die ich sehr, sehr gerne mag. Ja, was du nicht sagst. Dann wollen wir mal anfangen. Es geht wieder los mit dem Ausgepacke. Und ja, ganz, ganz witzig. Im Übrigen, das wollte ich noch vorher erwähnt haben, sollte man irgendwie Hintergrundgeräusche hören, einen Menschen, der sehr, sehr laut durchs Zimmer schreit und solltet ihr irgendwelche Stimmen hören. Das ist Andy, der befindet sich nämlich lustigerweise jetzt genau im anderen Zimmer. Wir haben ja zwei große Zimmer und ja, er nimmt da sein Video auf, während ich hier meins drehe. Wir haben auch gerade so gesagt, boah, wir fühlen uns wie so richtige YouTuber und ja, deshalb solltet ihr was hören. Ich habe hier keine Menschen, die ich als Sklaven halte oder was weiß ich. Die sind im Keller. Nein, Spaß beiseite, aber solltet ihr was hören, dann tut's mir schon mal leid. Aber jeder, der Andys Let's Plays verfolgt, der weiß, dass der manchmal ein bisschen laut werden kann und ein bisschen oft schreit. Also, los geht's! Tada! Und es klappt immer besser, muss ich wirklich sagen. Ja, was wir sehen, ist nicht nur eine gelbe Box, sondern auch gelbes Papier. Also, eröffnen wir das mal. Und oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sehe schon etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Was vielleicht in einer anderen Farbe eher mein Ding gewesen wäre, weil ich eigentlich nicht so der Gelbmensch bin. Aber hier ist ein super süßes Shirt. So sieht das Shirt von Weitem aus. Es ist eine Mischung aus, also ich finde, von Weitem sieht es ein bisschen aus wie Pixelgrafik. Wenn man näher rangeht, sieht man aber, es soll so ein bisschen aussehen, als wäre das Ganze gestrickt. Es ist das Logo von Hufflepuff, beziehungsweise da ist zumindest der Dachs. Hier sind, ja, ich glaube, das sollen Kelche sein. Da unten ist der Schnatz. Und alles natürlich in Gelb gehalten. Sieht sehr, sehr süß aus. Und auch wenn ich schon genug Nerd-Shirts habe, man kann nicht zu viele haben. Also von daher, das ist schon mal absolut mein Fall. Eine weitere gelbe Sache, die mir ins Auge springt, ist das hier. Und ich weiß jetzt nicht, was es ist. Das sieht aus wie ein großes Haar. Vielleicht für Hufflepuff. Oder für Harry Potter, aber ich glaube eher für das erste. Oder für Hogwarts, oh mein Gott. Es gibt so viele Möglichkeiten bei Harry Potter, etwas mit Haar zu haben. Aber ich glaube, da es eine gelbe Box ist, ist es am ehesten Hufflepuff. Und oh mein Gott, das ist auch so süß. Das ist eine kleine Socke. Oh mein Gott, wenn ich einen Kamin hätte,
dann würde ich die da dranhängen. Also ich würde sie auch so hier hinhängen, so ist es nicht. Aber jetzt wäre Gelb wahrscheinlich eher wieder nicht so meine Farbe. Ganz einfach aus dem Grund, weil unsere Deko in keinen der Räume irgendwie auch nur ansatzweise gelb ist oder irgendwie mit Gelb zusammenpasst. Aber sehr, sehr süße Idee. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Und ich denke, ich werde die trotzdem, auch wenn sie farblich nicht so gut hier reinpasst, trotzdem irgendwo aufhängen und benutzen. Dann haben wir hier eine kleine Box. Da steht Gigi Wizardry House Coin. Also es scheint eine Münze zu sein. Kann ja mal ranzoomen. Ihr wisst ja, meine Kamera braucht immer ein bisschen, bis es registriert hat, dass das im Hintergrund gerade unwichtig ist. Hallo! Oh ja, ihr kennt ja bestimmt noch den Trick, dass wenn ich mit nah dran komme... Boah, jetzt sieht man so richtig jede Pore meines Gesichts und jede Sommersprosse, dass dann die Kamera auf einmal fokussiert. Ja, guck, guck, jetzt zeigt er die Münze, aber leider müsst ihr auch mit meinem Gesicht vorlieb nehmen. Scheint eine Münze zu sein mit einem, ist das ein Dachs drauf? Ich weiß es gerade nicht. Ich mach das mal hoch. Also hinten steht nur The Bank of Wizardry und Geek Gear drauf. Und vorne ist tatsächlich ein DAX und da steht, glaube ich, Loyalty. Also passend zum Haus. Next one, please. Da haben wir wieder eine süße kleine Box. Und ich ahne schon, was hier drin sein könnte, denn es steht theoretisch schon vorne drauf. Hier steht Magical Creature Egg. Also eine magische Kreatur in einem Ei vielleicht. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was da jetzt drin sein wird. Und vor allem, ob man da reingucken kann. Also, wie schon vorher erwartet, ist hier ein kleines Ei. Oh mein Gott, wie süß. Ich weiß sogar, welche Kreatur es sein soll. Und zwar ist das ja ein silbernes Ei. Ich glaube, das ist tatsächlich endlich mal ein Fantastic Beasts Item, ein Merchandise. Denn das hier ist, glaube ich, ein Okami. Also die Okamis sehen ja aus wie so kleine blaue Schlangen mit so, ja, Vögelköpfen, sag ich jetzt einfach mal. Und das sieht tatsächlich so aus, als würde hier gleich ein Okami draus schlüpfen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man sehr wenig von dem Okami sieht. Also ich glaube, wenn ich das jetzt hier in den Schrank stellen würde, dann würde das keiner erkennen oder wahrscheinlich nur die größten Fantastic Beasts Fans. Und vor allem finde ich es halt auch schade, dass man vielleicht, also man hätte es vielleicht so machen können, dass man die Schale hier so ab der Hälfte offen klappen kann. Dann hätte man so ein bisschen mehr gesehen. Aber so ist das jetzt, es ist eine süße Idee, definitiv. Aber man sieht sehr, sehr wenig und das ist halt so ein kleines bisschen schade. Dann als nächstes bleiben wir mal bei den Boxen. Hier ist jetzt irgendwie ein Pin drin. Er ist jetzt irgendwie grün. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Versehen ist, weil normalerweise müsste hier ja alles relativ gelb sein und alles gleichbleibend. Vielleicht ist das bei der Slytherin-Box eigentlich drin gewesen. Hier steht auf jeden Fall drauf Potions Master. Scheint also sowas wie ein Titel zu sein, was man sich hier irgendwie so anstecken kann. Sowas wie ein Namensschild, nur halt mit dem Job, den man macht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ich würde mir das jetzt wahrscheinlich eher nicht irgendwo hinpinnen oder so. Aber vielleicht finde ich ja noch jemanden, vielleicht aus dem Haus Slytherin, weil es grün ist. Oh mein Gott, als nächstes kommt wieder etwas von Fantastic Beasts und oh mein Gott, ich bin gerade richtig verliebt. Ein Print oder ist es eine Karte, ich werde es gleich einfach mal öffnen, von einem Boat-Truckle. Ich glaube, es könnte tatsächlich sogar Pickett sein. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig süß. Ich glaube, das ist wieder von einem Artist gezeichnet worden. Das gefällt mir diesmal aber wirklich richtig, richtig gut. Und ich glaube tatsächlich, ich mache das jetzt einfach mal ganz dreist auf, dass es sich hierbei um eine Karte handeln könnte. Denn das Ganze scheint relativ dick zu sein. Also gucken wir einfach mal da rein. Das sind mehrere Karten. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Okay, wir haben tatsächlich hier eine Weihnachtskarte. Die hier finde ich aber ehrlich gesagt, auch wenn ich meine Freunde über alles liebe, die finde ich aber ehrlich gesagt zu schade, um die zu verschenken oder wegzuschicken. Die kann man hier auch nochmal aufklappen. Aber der Bautruckle gefällt mir einfach so gut. Ich glaube, den werde ich irgendwo hier als Deko aufhängen. Den finde ich richtig cool. Und dann haben wir, das ist schon eher so zum Verschenken, nicht weil es hässlich ist, sondern einfach weil das irgendwie zu Weihnachten echt gut passt. Da ist jetzt einmal Hogwarts im Hintergrund und dann der Nikolaus, aber auf einem Besen. Richtig, richtig cool. Wobei der Besen so in Kombi mit dem riesigen Sack hier, der mit Geschenken gefüllt ist, ein bisschen an Hagrids Motorrad erinnert. Der hat ja auch so einen kleinen Sitz dabei. Ja, das ist auf jeden Fall wieder von einem Artist gezeichnet worden. Kann man auch wieder aufklappen und benutzen. Also ich glaube, die Karte werde ich tatsächlich verschenken, aber die...
Die hat es mir angetan. Ich liebe Bow Truckles und habe ja auch selber einen gebastelt, falls ihr das Tutorial noch nicht gesehen habt. Das hat mein Herz so sehr erwärmt, dass ich es wahrscheinlich nicht verschenken werden kann. Sorry, Leute. So, jetzt sind hier noch drei Sachen drin. Da hätten wir einmal ein Hogwarts-Logo. Da steht drauf, I'd rather be at Hogwarts. Also ich wäre lieber in Hogwarts. Was ziemlich passend ist, weil ich das ziemlich häufig denke, wenn ich auf der Arbeit sitze. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Die kann man sich vielleicht an eine Tasche hängen oder so. Ist jetzt diesmal nicht direkt hausbezogen, sondern eher so, ja, Zaubererschulen bezogen. Also nicht Ilvermorny, sondern Hogwarts. Und die andere Sache, die jetzt noch hier drin war, waren Rezepte. Und ich muss ja sagen, ich habe jetzt einige Boxen nicht gehabt, deshalb fehlen mir natürlich einige Rezeptideen. Aber hier sind jetzt wieder zwei Sachen bei. Einmal Creatures, was steht da? French? Da wurde direkt durchgelocht. Creatures French Onion Soup. Also Creature hat ein Rezept entworfen. Wer das essen will, ja, ist ein bisschen fraglich. Und zwar ist das französische Zwiebelsuppe. So sieht die aus. Und das zweite Rezept sind Gingerbread Wizards. Also Lebkuchenzauberer. Und das ist wieder eine richtig coole Sache. Sieht auch richtig süß aus. Hier ist wieder das Rezept zum Aufklappen. Bei dem ist nichts aufzuklappen. Da ist es nur auf der Rückseite. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die anderen Rezepte, die mir jetzt alle fehlen, müsste ich dann alle nochmal nachholen. Ist natürlich aber auch immer ein bisschen doof. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal vereinzelt die Rezepte zu kaufen oder dass man sich vielleicht dieses komplette Heft bestellen kann. Aber die beiden waren auf jeden Fall dieses Mal dabei. Und dann war es das auch schon fast wieder. Jetzt kommt erstmal mein Lieblingspart. Und zwar wieder hier, ihr seht es schon, das Print rauspulen. Ich versuche das immer so ein bisschen an dem... Boah, jetzt kommt das mir wieder entgegen. Ich versuche das immer so ein bisschen an dem Tuch hochzuziehen, aber es klappt jetzt hier absolut nicht. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Was ein Krampf. Ich habe es endlich rausbekommen. Das hier ist jetzt ein Hufflepuff-Print. Das steht hier unten auch nochmal. Hier ist der Dachs, also das Hauswappentier von Hufflepuff. Ist eine ziemlich, ziemlich gute Idee. Aber ich finde auch gerade bei so welchen Häusern ist es auch immer richtig, richtig cool, wenn man davon einfach mal alle hat. Dass man die so wie so eine Vierer-Collage einfach mal jedes in einen Rahmen steckt und das einfach so an die Wand hängt. Sieht super klasse aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir ein Haus aufhängen würde. Gerade weil es bei mir halt schwierig ist zu sagen, welches Haus jetzt meins ist. Aber an sich, die Qualität ist wieder richtig, richtig schön. Und ich finde, das Ganze sieht mit dem schwarzen Hintergrund auch wieder sehr edel aus. So, und last but not least haben wir jetzt hier wieder das kleine Programmheftchen, beziehungsweise da sieht man alles, was enthalten ist. Hier steht wieder November 2018. Das war die Novemberbox. Ich bin jetzt gerade vollkommen verwirrt. Hatte ich nicht eine Dezemberbox eigentlich bestellt? Wahrscheinlich kommt die Weihnachtsbox dann jetzt nochmal später, damit sie zu Weihnachten passend da ist. Und die Box ist jetzt ganz schnell gekommen, damit ich sie noch für November öffnen kann. Hat jetzt nicht so gut geklappt, gerade mit dem Film. Ich habe die Box nämlich ein bisschen liegen lassen, weil ich keine Zeit zum Film gefunden habe. Aber egal, auf jeden Fall, wenn man das jetzt hier öffnet, sieht man schon, was da alles drin sein soll. Und da haben wir einmal die Coins. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut in der Kamera sieht. Jetzt sieht man es. Aber ich glaube, da sind die verschiedenen Häuser drauf. Und man hätte diese Coins entweder in Gold oder in Silber haben können. Und die Postkarten, die ich habe, die gibt es anscheinend nur die beiden. Genauso wie hier das Wappen. Und ganz unten, da sind dann die Rezepte abgebildet. Also nichts Außergewöhnliches bis hierhin. Das haben wir alles dabei gehabt. Oh mein Gott, die anderen Häuser sind auch richtig, richtig cool. Oh Mann, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass man immer nur ein Haus drin haben kann. Aber hier sieht man jetzt genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die verschiedenen Söckchen. Hier ist Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw und Gryffindor. Ich finde ja das von Ravenclaw wieder mal richtig, richtig cool. Das mit diesem Dunkelblau, das ist so, boah, die Farbe ist einfach nur Hammer. Hier ist dann das silberne Ei und ich sehe gerade, dass es tatsächlich nur das mit dem Okami gibt. Also hier guckt der kleine Okami raus. Und das hier ist auch das, was ich gerade schon erwähnt habe. Hier gibt es die verschiedenen Prints mit jeweils einem anderen Haus. Auch sehr, 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 sehr cool. Und ja, ich muss auch wieder sagen, wahrscheinlich aber auch, weil das mitunter meine Lieblingsfarben sind, dass das von Ravenclaw in diesem dunklen Blau und das von Gryffindor in diesem wunderschönen Rot einfach nur mal wieder richtig Hammer aussieht.
So, kommen wir jetzt zu diesem fragwürdigen Pin. Und er scheint tatsächlich nicht in die falsche Box gekommen zu sein. Er ist anscheinend wirklich immer grün. Und weil ich ja damit nicht so viel anfangen konnte, lese ich euch jetzt einfach mal den Titel vor. Da steht: Reward yourself with the prestigious title of Potions Master with this fantastic high quality enamel pin badge. Okay, also auf gut Deutsch, belohnt euch mit dieser, mit diesem Titel sozusagen, mit dieser kleinen Badge, mit diesem Anstecker vom Potions Master, also vom Zaubertrankmeister. Und ja, hier drunter ist dann noch last but not least auch diese Festive Shirts, also weihnachtliche Shirts mit den Hauswappen. Wieder mal sehr, sehr süß und wieder mal muss ich sagen, dass ich alle vier Häuser sehr, sehr cool gefunden hätte. Diesmal finde ich allerdings Gryffindor und Hufflepuff am coolsten. Also von daher habe ich da schon die richtige Wahl getroffen, dass ich jetzt das hier habe. Bereue es definitiv nicht, jetzt einfach mal eine andere Box genommen zu haben, dass ich jetzt einfach mal hier so Hufflepuff-Artikel habe. Und ich kann jetzt auf jeden Fall auch jeden verstehen, der sagt, oh mein Gott, ich habe das und das Haus, ich liebe das Haus, aber es gibt fast immer nur Gryffindor-Artikel halt, weil Harry auch damals immer Gryffindor gewesen ist, oder was heißt damals, immer noch ein Gryffindor gewesen ist. Deshalb gab es eine ganze Zeit lang immer nur Gryffindor-Artikel zu kaufen. Vielleicht mal Slytherin, weil die halt auch in Harry Potter sehr viel erwähnt wurden. Und erst seit Fantastic Beasts so ein bisschen beliebter oder auch berühmter geworden ist, erst seitdem ist Hufflepuff so ein bisschen mehr ins Rampenlicht gerückt worden, muss man ja wirklich sagen. Und seit dem Film sagen dann auch sehr, sehr viele Leute, okay, ich bin ein Hufflepuff. Ich kann mich sehr mit Newt oder mit der ganzen Philosophie des Hauses Hufflepuff identifizieren. Das einzige Haus, was so ein bisschen, muss man wirklich sagen, ein bisschen vernachlässigt wird, ist tatsächlich Ravenclaw. Dazu gibt es nicht so viel zu erzählen, beziehungsweise es gibt nicht so viele berühmte, Hexen und Zauberer aus den Filmen, die man jetzt so hervorgehoben hat. Die einzige, die mir jetzt so richtig fett im Kopf geblieben ist, ist nämlich Luna Lovegood. Und alle anderen, die jetzt immer so mal zwischendurch so vorgekommen sind, waren tatsächlich eher die anderen Häuser. Ja, liebe Leute, das reicht dann aber auch erstmal für heute. Ich habe euch schon wieder richtig zugelabert. Das hier war jetzt anscheinend wirklich nicht die Weihnachtsbox. Ich glaube, die ist noch dann auf dem Weg zu mir. Aber die hat mir mal wieder richtig gut gefallen. Ich fand es jetzt auch einfach mal ganz cool, ein anderes Haus zu nehmen. Und mit Hufflepuff habe ich hier mit einigen coolen Artikeln auch auf jeden Fall nicht die falsche Wahl getroffen. Und von daher würde ich einfach mal sagen, war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Tschüss!